Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Audienz bei Papst Franziskus. Ein unvergessliches Erlebnis für Benjamin Nägele. Geistliche und ihre Hobbys. Wir stellen Ihnen das von Dekan Karl-Bert Matthias vor. Und Ammerserenade. Die Welt zwischen Himmel und See. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Papst Franziskus ist seit etwas mehr als 4 Jahren das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er ist der erste Papst, der aus Südamerika stammt. Und er ist sehr populär. Das liegt unter anderem daran, dass er gerne und oft direkt mit Menschen in Kontakt tritt. Zum Beispiel tut er das bei den Audienzen, die immer am Mittwoch stattfinden. Bei einer solchen Audienz war vor kurzem auch Benjamin Nägele aus Ottobeuren. Was er dort erlebt hat, wird er wohl nie vergessen. In der Basilika in Ottobeuren kennt sich Benjamin Nägele aus wie wohl nur wenige. Er ist hier seit 10 Jahren Oberministrant und somit der Chef von fast 200 Minis. Von seiner Reise nach Rom zum Heiligen Vater, die er vor kurzem mit seiner Familie unternommen hat, bleibt ihm aber viel mehr als dieser Rosenkranz, den ihm Papst Franziskus geschenkt hat. Es war ein besonderes Ereignis, ein besonderes Erlebnis, ihn ganz hautnah begegnen zu dürfen. Also ich würde mal sagen, die größte Ehre, die man als katholischer Christ erleben darf, einen Heiligen Vater begrüßen zu dürfen, mit ihm sprechen zu dürfen und ihn somit begegnen zu dürfen. Die Reise nach Rom hat Benjamin Nägele schon seit über einem Jahr geplant. Dass Papst Franziskus so offen und so freundlich auf die Allgäuer Familie zugehen würde, konnte er aber nicht wissen. Umso schöner war es, als es tatsächlich passierte. Benjamin Nägele kann sich noch ganz genau an alle Einzelheiten seiner Begegnung mit dem Heiligen Vater erinnern. Dann habe ich ihn zuerst mal begrüßt, habe uns vorgestellt, woher wir kommen, aus Ottobeuren, aus der Diözese Augsburg. Dann hat man schon gesehen, dass er das Lächeln aufgesetzt hat, weil er eben doch sehr stark mit Augsburg verbunden ist durch dieses Knotenlöserbild, das er ja zur Verehrung auch nach Argentinien gebracht hat. Und er hat auch daraufhin gesagt, das betet er täglich, also er betet täglich zur Knotenlöserin. Und ja, da sieht man die Verbindung, die der Heilige Vater zu uns hier nach Augsburg hat. Es war ein herzliches, nettes Gespräch mit ihm. Er hat sich interessiert, was wir machen, woher wir kommen. Auch durch unsere Geschenke, die wir ihm dann geschenkt haben, wurde das Gespräch nochmal lebendiger. Neben Honig aus der Ottobeurer Imkerei und einem Bild der Ministranten gab es für Papst Franziskus auch ein Bild der Maria Knotenlöserin. Die Bitte nach einem persönlichen Segen für die Familie Nägele erfüllte der Heilige Vater gerne und äußerte dann auch seinerseits noch eine Bitte an die Besucher aus der Diözese Augsburg. Könnten wir noch den Segen bekommen? Gott segne euch allen, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Amen. Und bete für mich. Ich brauche das. Zurück in Ottobeuren ist Oberministrant Benjamin Nägele noch immer erfüllt von seinen Erlebnissen in Rom. Die lange Zeit der Planung und die Ungewissheit, ob in der ewigen Stadt auch alles so klappt, wie er es sich gewünscht hat, ist vorbei. Die persönliche Begegnung mit dem Heiligen Vater wird er wohl nie vergessen. Es war ein nettes Gespräch, man sieht es bei den Bildern. Wir lachen miteinander. Ein herzlicher Papst, der auf die Menschen zugeht und ja, die Freude von seinem Herzen auch auf alle Menschen, wo er begegnet, überträgt. Beeindruckende Bilder und Erlebnisse, die die Familie aus Rom mitgebracht hat. In den vergangenen Wochen haben wir Ihnen schon verschiedene Geistliche und ihre Hobbys vorgestellt. Diesmal geht es um Dekan Karl-Bert Matthias aus Bad Hindelang. Der gebürtige Rheinländer ist in seiner Oberallgäuer Pfarreiengemeinschaft in gleich 2 Volkstanzgruppen aktiv. Wir haben den Pfarrer während den Proben und bei einem Auftritt begleitet. Der gute Hirte seiner Pfarreiengemeinschaft, so kennt man Pfarrer Karl-Bert Matthias aus Bad Hindelang bereits.
Doch über die Grenzen des Ostrachtals hinaus wissen wohl nur die wenigsten, dass der 57-Jährige in seiner Freizeit Volkstänzer ist. Und so kommt es, dass der Pfarrer hier im Ort immer mal wieder in Tracht zugange ist. Dazu gekommen ist er recht schnell und unkompliziert. Das war ganz spontan. Ich habe Leute im Dorf kennengelernt und dann wurde gefragt, hast du Lust? Und es war ganz nett. Man hat mir gesagt, eine Dame bei uns aus Hinterstein, die würde nur beim Volkstänzer mittanzen, wenn ich mittanze. Und umgekehrt hat man ihr gesagt, dass sie mittanzt, wenn ich mittanze. Und dann war ich dabei. Und das ist ja eine Ehre, wenn man beim Trachtenverein in der Tracht mittanzen darf und auch die Tracht überhaupt tragen darf, ne? Das war vor rund 16 Jahren, kurz nachdem der heutige Dekan als Pfarrer nach Bad Hindelang gekommen war. Mittlerweile ist der 57-Jährige festes Mitglied in gleich zwei Volkstanzgruppen, in Hinterstein sowie hier in Bad Hindelang. Einmal die Woche, immer am Freitag, heißt es dann Proben. Heute steht sogar noch ein Auftritt für die Volkstänzer an. Das ist die Gruppe im Trachtenverein, die im Erwachsenenalter auf die aktive Plattlerzeit folgt. Für Pfarrer Matthias ein Hobby, das mit Herausforderungen verbunden ist. Es ist nicht so einfach. Man denkt einfach lostanzen, das Ganze. Man muss es richtig proben und üben. Und gerade für mich als Rheinländer ist es also schwieriger gewesen, reinzukommen. Ja. Und das macht halt die Freude daran. Ne? Und vor allem, was sehr schön ist, dass diese Tänze seit Generationen dann weitergegeben werden. Also gerade hier in Hindelang, dass es seit Generation zu Generation an die Volkstänzer weitergegeben wird, die dann später zum Sechser-Tänzer gehen und so. Das ist so ein Wachsen. Die kleinen Platte, die jetzt noch in den Kindergruppen sind, die werden irgendwann mal bei den Volkstänzer landen, die Volkstänzer bei den Sechser-Tänzern. Das wächst einfach so. Und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Tradition. Eine Tradition, die nicht nur dem Pfarrer, sondern auch den Menschen hier im Tal sehr wichtig ist. Getanzt werden dabei zum Beispiel Polka, Bayerische oder Walzer. Das Wichtigste für Pfarrer Matthias ist dabei die Freude am Tanzen, auch wenn nicht immer alles rund läuft. In den ersten Jahren ist vieles schiefgegangen. Also man geht auf einmal in die falsche Richtung oder auf einmal hatte ich zwei Tanzpartnerinnen oder so. Aber das sind die Anfangsschwierigkeiten. Aber es passiert immer wieder was, auch jetzt eben bei der Probe und so. Mittlerweile hat Pfarrer Matthias Routine bekommen, auch was die öffentlichen Auftritte angeht. Vorgetanzt wird auf Waldfesten, wichtigen Jubiläen oder wie hier bei einem Heimatabend für Touristen und Einheimische. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, gefragt sind beim Volkstanz Koordination, Konzentration und Ausdauer. Somit ist das Hobby irgendwie auch ein bisschen Ausgleich im Alltag. Ja, ich denke, wenn man die Tracht tragen darf, dann ist das ein großes Stück Heimat, an dem ich also teilhaben darf, durch den Volkstanz oder durch den Trachtenverein, durch die Veranstaltungen, durch die Gemeinschaft, Kameradschaft und so. Und das tut mir als Priester ja ganz gut und dafür bin ich auch sehr dankbar, seit 2001 das zu erleben, neben meiner Arbeit, freitags zur Probe zu gehen, das ist Privatleben, miteinander reden, eine Pizza essen nach der Probe oder einfach ins Gespräch kommen, über Gott in die Welt zu reden und das tut einem Pfarrer auch ganz gut, dass man einfach mal abschalten kann. Trotz wenig Zeit ist Pfarrer Matthias der Volkstanz enorm wichtig. Auch Musik lag ihm schon in jungen Jahren am Herzen. Rhythmus im Blut hat er dabei schon fast herkunftsbedingt. Da ich ja gebürtiger Kölner bin, habe ich natürlich auch schon als Priester in Köln bei den Roten Funken mitgetanzt. Ich denke, das ist einfach die Freude. Tanzen macht auch Spaß. Also wenn ich auch als Priester bei Hochzeiten eingeladen bin, dann gehört es für mich natürlich dazu, dass ich am Abend einmal mit der Braut tanze oder einen bayerischen Tanz. Ist auch sehr schön. Tanzen ist ein Ausdruck der Freude. Und ich glaube, ein Priester kann genauso gut tanzen wie ein Ehemann. Aber nicht jeder Ehemann kann gut tanzen wie ein Priester. Auch weiterhin möchte Pfarrer Matthias den Volkstanzgruppen Bad Hindelang und Hinterstein treu bleiben. Und vor allen Dingen will er sich die Freude am Tanzen erhalten. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten.
Drei Wochen vor der Bundestagswahl ruft die katholische Arbeitnehmerbewegung im Bistum Augsburg alle Gläubigen dazu auf, wählen zu gehen. So betonten die beiden Vorsitzenden Lothar Rosa und Annemarie Leigert, dass in allen demokratischen Parteien Kandidatinnen und Kandidaten antreten, die eine Unterstützung verdient hätten. Die KAB bietet zur Bundestagswahl außerdem eine Postkartenaktion an. Das Motto lautet: Wer Demokratie will, muss Demokratie wählen. Der Augsburger Geistliche Thomas Groll wird ab September neuer Pfarrer von St. Blasius in Hirblingen. Dort wird der 51-jährige Nachfolger von Thomas Gerstlacher. Pfarrer Groll lebte und wirkte 15 Jahre lang in Kriegshaber. Dort war er als Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit angestellt. Mit einem Festgottesdienst wird er sich am kommenden Samstag um 18 Uhr von der Gemeinde Kriegshaber verabschieden. Neben seiner Arbeit als Pfarrer ist Thomas Groll auch Bistumshistoriker, Studentenpfarrer und als Mitglied des Domkapitels tätig. Der Chor in Ottobeuren sucht neue Sängerinnen und Sänger. Weil in letzter Zeit viele Mitglieder aus Alters- oder Gesundheitsgründen ausgeschieden sind, sei nicht gewährleistet, dass es auch in Zukunft eine traditionelle Christnacht oder Grabmusik geben wird, so Chorleiter Josef Milczycki. Wer sich vorstellen kann, beim Chor oder Orchester in Ottobeuren mitzuwirken, ist am 11. September herzlich in das Pfarrheim zu einer unverbindlichen Probe eingeladen. Mit einem Benefizkonzert werden die Bruggerburm das St. Vinzenz Hospiz in Augsburg unterstützen. Am 16. September treten die beiden Brüder in einem Festzelt auf dem Gelände des künftigen Standorts des Hospizes in Oberhausen auf. Die Bruggerburm sind deutschlandweit bekannt für ihre volkstümlichen Lieder und die gute Stimmung bei ihren Konzerten. Der gesamte Erlös des Auftritts kommt der Hospizarbeit zugute. Karten gibt es im St. Vinzenz Hospiz in Augsburg-Hochzoll oder im Dompfarramt in Augsburg. In der Kirche Heiligkreuz, einer der ältesten Wallfahrtskirchen des Allgäus, findet am 13. September eine große Fatima-Wallfahrt statt. Unter dem Thema „Gut, dass du da bist, Maria, Mutter des Trostes“ können die Pilger dort ihre persönlichen Anliegen vortragen und Maria um Fürsprache bitten. Beginn des Wallfahrtstages ist um 8.30 Uhr mit dem Fatima-Rosenkranz. Um 9.30 Uhr beginnt das Pilgeramt mit Pfarrer Klaus Bucher aus der Pfarreiengemeinschaft Breitental. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Empfang des persönlichen Segens und der Besuch des Gnadenbrünneles von Maria Rhein. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit unserer Serie über Priester mit ungewöhnlichen Hobbys. Und wir waren beim Kapellentag der Ammerserenade am vergangenen Wochenende mit dabei. Dort waren viele der kleinen Gotteshäuser, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, geöffnet. So konnten die Besucher die Welt zwischen Himmel und See, wie das Motto dieses Tages lautete, einmal ganz anders erleben. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de.
MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Die Türkei entfernt sich mit Riesenschritten von Europa. Das hat der Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker in dieser Woche in einem Zeitungsinterview gesagt. Deutliche Worte für eine Entwicklung, von der auch die in der Türkei lebenden Christen betroffen sind. Die türkische Regierung hat gerade mehr als 50 Kirchen und Klöster in Anatolien enteignet. In dieser unruhigen Zeit ist der Augsburger Ökumene-Referent Prälat Bertram Mayer in die Türkei gereist und hat dort den ökumenischen Patriarchen Bartholomaios getroffen. Er gilt als Oberhaupt der orthodoxen Christen. Nach seiner Rückkehr hat Ulrich Bobinger Bertram Mayer getroffen und mit ihm über seine Eindrücke gesprochen. Herr Prälat Dr. Mayer, Sie haben einen, glaube ich, interessanten Besuch gemacht in der Türkei beim ökumenischen Patriarchen. Wie ist die Situation für die Christen in der Türkei? Was haben Sie da mitgenommen? Die Situation der Christen in der Türkei ist eine Diaspora-Situation. Sie sind eine ganz verschwindende Minderheit. Wenn man bedenkt, dass in der Stadt Istanbul geschätzt etwa 20 Millionen Einwohner leben und davon nur etwa 3.500, in diesem Fall orthodoxe Christinnen und Christen, zu verzeichnen sind, dann merkt man, wie verschwindend klein die Christen sind. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die politische Situation und die gesellschaftliche Relevanz. Der ökumenische Patriarch Bartholomaios hat mich zum Mittagessen eingeladen und nachher zu einem langen Gespräch empfangen. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass unser Besuch, ich war begleitet vom Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern, Georgios Vlantis, ein griechischer Theologe. Ich glaube, dass das eine Freude auch für den Patriarchen war, dass wir dorthin gekommen sind, nicht so sehr mit Schecks, sondern auch aus Solidarität. Und ich denke, gerade wenn aus der ökumenischen Ecke Gäste auch das griechisch-orthodoxe Patriarchat aufsuchen, dann ist das ein Zeichen dafür, wir nehmen auch den Nachfolger des Apostels Andreas, sozusagen das Oberhaupt, den Papst der orthodoxen Kirchen ernst. Und das war auch ein Sinn unseres Besuches. Haben Sie den Eindruck, dass das ökumenische Miteinander zwischen den orthodoxen Christen und den römisch-katholischen vielleicht auch gerade größer wird in dieser doch gewissen Drucksituation? Also ich denke so, die Türkei ist ja, wie wir aus den Medien wissen, ein Land im Umbruch. Und wir haben gespürt, dass es noch immer im Ausnahmezustand ist. Die Türkei war ursprünglich eine säkulare Gesellschaft. Darauf hat man immer Wert gelegt. In meinen Jahren, als ich im Vatikanischen Staatssekretariat habe arbeiten dürfen, hat auch unser Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano immer wieder in Gesprächen betont, wir wollen gerade auch die Türkei an die EU heranführen, denn das könnte auch ein Experiment sein, ob es so etwas wie einen Euro-Islam gibt. Jetzt, meinem Eindruck nach, muss ich aber sagen, setzt sich die Islamisierung in der Türkei immer mehr fort. Ein äußeres Zeichen dafür ist auch die Verhüllung vieler Frauen, was vor einigen Jahren in diesem Umfang noch nicht zu verzeichnen war. Insgesamt, denke ich, ist dies eine ganz, ganz große Chance für die Ökumene, wenngleich man aber sagen muss, dass etwa die römisch-katholische Kirche auch eine ganz, ganz starke Diaspora-Situation vor sich hat, als Herausforderung auch meistern muss. Wir haben zum Beispiel besucht die Salesianer, auch über unseren früheren Jugendpfarrer und jetzigen Provinzial der Salesianer, der bald Missionsprokurator wird, Josef Grüner, vermittelt. Es war hochinteressant, auch mit dem dortigen Salesianer Pfarrer zu sprechen. Die römisch-katholische Gemeinde ist klein, aber sie ist wirklich Salz der Erde und Licht der Welt. Und was hier auffällt, ist aus den Erzählungen, dass es Menschen gibt, etwa aus islamisch geprägten Staaten wie aus dem Iran, die aus beruflichen Gründen etwa in Istanbul sind, die sich für den christlichen Glauben und speziell für die römisch-katholische Kirche interessieren. Interessant dabei ist, dass nicht
in einem Schnellverfahren das Katechumenat abgewickelt wird, sondern dass es mindestens 2 Jahre braucht, in denen diese Menschen im Glauben unterwiesen werden und dann erst die Taufe erbitten können. Auch das war für mich interessant, was ja auch für uns in der Frage Flüchtlinge fragen nach dem Glauben und erbitten die Taufe ganz interessant ist. Also keine Schnellschüsse, sondern gut Ding braucht, weil gerade geistliche Entscheidung für Jesus Christus und damit für die Taufe braucht Zeit. Sie haben ja auch die Insel Halki besucht. Da gab es bis vor einiger Zeit ein orthodoxes Priesterseminar. Das musste geschlossen werden. Also die Repression ist schon spürbar. Also Bildungseinrichtungen der Kirchen tun sich schwer. Bei den Salesianern ganz ähnlich. Das Lyzeum dort ist noch geöffnet. Aber die Repressalien nehmen mehr und mehr zu. Offiziell ist die Türkei weiterhin ein säkularer Staat, also religiöse Abzeichen dürfen nicht getragen werden. Selbst Metropoliten des griechisch-orthodoxen Patriarchates gehen in Anzug und Krawatte durch die Stadt. Und selbst der Patriarch braucht eine Sondergenehmigung, wenn er öffentlich mit seinen Insignien in der Türkei auftritt. Da merkt man, also hier geht es eher darum, fast laizistisch religiöse äußere Zeichen zu verbieten. Aber dies überholt sich dadurch, dass gerade der Islam gefördert zu werden scheint, weil doch immer mehr auch muslimische Zeichen, muslimische Symbole das Stadtbild bestimmen. Mit welchem Gefühl sind Sie jetzt von dieser Reise aus der Türkei zurückgekehrt? Auf der einen Seite sehr, sehr nachdenklich. Wohin wird dieser Weg gehen? Quo vadis Türkei? Mit Fragezeichen versehen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch den Eindruck, dass die Christinnen und Christen sich dort nicht entmutigen lassen. Dass sie sehr, sehr stark zusammenhalten. Interessant war auch, dass ich überall, als ich katholische Stätten besucht habe, Spuren von Angelo Roncalli gefunden habe, der apostolischer Delegat, wir würden heute sagen, eine Art Nuntius in Istanbul war. Da gibt es Statuen, Gedenkplatten und so weiter und so fort. Und auch er war damals sozusagen an der Peripherie der Weltkirche, als er nach Istanbul versetzt worden ist. Aber er hat durch pastorales Tun, durch Nähe zu den Menschen, ja, als in Gänsefüßchen erzbischöflicher Pfarrer des Heiligen Stuhls sehr, sehr viel bewirkt. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, weil etwa die Bildungseinrichtungen, gerade die Schulen, die werden auch von Nichtchristen frequentiert und sind sehr gefragt. Da spricht für sich die Qualität. Es steht eben nur zu hoffen, dass nicht die Repressalien zunehmen und die Religionsfreiheit weiter eingeschränkt wird. Klassik im Bootshaus oder in der Scheune, ein Festival im Klostergarten und im Kuhstall? Wo gibt's denn sowas, mögen Sie sich denken? Am Ammersee wäre die Antwort. Seit 4 Jahren zieht dort ein außergewöhnliches Programm an ungewöhnlichen Orten rund um den ganzen See ein breites Publikum an. Eine der tragenden Säulen des einwöchigen Festivals ist der Kapellentag. An die 700 dieser kleinen Gotteshäuser gibt es am Ammersee. Schon diese beeindruckende Zahl zeigt, welche Bedeutung sie haben. Viele von ihnen stehen aber privat auf Höfen oder in Schlössern. Die Ammerserenade bietet die Möglichkeit, einige von ihnen erstmals zu besuchen und diese Welt zwischen Himmel und See, wie das Motto des Tages lautet, einmal ganz anders zu erleben. Die Verbindung aus Natur, aus See und Musik. Der See, der Wellen schlägt, etwas, was der See wiedergibt, auch Wasser, was Leben ist und uns kostenlos vor der Tür liegt. Der Ammersee ist unser größtes Kapital, was wir haben. Doris Pospischil hat vor 4 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Joachim Scholz die Ammerserenade gegründet. Klassik einem neuen, jungen Publikum und überhaupt allen Menschen am Ammersee nahezubringen, war ihr zentrales Motiv. Aber das Ganze sollte auch gut in die Kulturlandschaft eingebettet sein. Und da kam ihnen die Idee, an einem Tag des Festivals alle Konzerte in Kapellen rund um den Ammersee zu veranstalten. Also die Kapellen sind natürlich hier gehören zu Bayern.
wie kaum etwas anderes. Und sie werden teilweise auch gar nicht mehr wahrgenommen, weil sie das Landschaftsbild prägen. Wir sind hier auf dem Weg zum Pfaffenwinkel. Das ist etwas, was ganz anders ist als irgendwo anders. Und das kommt an. Noch dazu, wenn auch Kapellen geöffnet sind, die sonst allen verborgen bleiben, wie die Schlosskapelle in Greifenberg. Wir finden das außerordentlich interessant hier in der Gegend. Wir sind jetzt das dritte Mal dabei. Da lernt man auch die Privatkapellen kennen und so wie der Schlosser jetzt sein Schloss aufmacht. Ne? Also wir als Greifenberger kennen die Schlosskapelle, aber vielleicht viele andere nicht. Ist doch super. Wir picken uns jetzt ein, zwei Sachen raus. Wir machen eine Radeltour und schauen mal, was da auf uns zukommt. Ich persönlich finde es einfach super schön, dass es einfach diese Klassikmusik nochmal weiter präsentiert wird, weil es geht echt einfach verloren. Und ich finde es echt schön, dass man hier die ganzen Kapellen besuchen kann. Ich komme von der Gegend hier und ich war in keiner einzigen der Kapellen. Ich finde natürlich jetzt solche Gelegenheiten wie hier, dass man da mal reinschauen darf und kann, finde ich schon mal ganz eine tolle Sache. Das Programm führt aber auch in moderne Kapellen wie diese an einem Mehrgenerationenhaus. Unterschiedlichste Orte, ein breites Publikum, wunderschöne Musik und das alles bei freiem Eintritt. Odilo vom Benediktinerorden in St. Ottilien ist froh, dass sich sein Kloster auch am Kapellentag beteiligen kann und kommt schnell ins Sinnieren, wenn er an die Bedeutung dieser Kleinode für die hiesige Kulturlandschaft, ihre Geschichte und Gesellschaft denkt. Bei aller Modernität und bei allen Entwicklungen, die auch ihren Platz haben und sehr gut und wichtig sind, ist es wichtig, diese Vernetzung, diese Verwurzelung des Christlichen in den einzelnen Haus- und Hofkapellen wieder aufleben zu lassen, den Sinn wieder mehr erkennen zu lassen und einen Tag zu nutzen, wo wir einfach die Möglichkeit haben, viele Kapellen, die sonst verschlossen sind, weil sie eben im Eigentum von Landwirten sind, zu sehen, die Kunstschätze, aber auch die Volksfrömmigkeit. Heute sei eine solche gewachsene Kulturlandschaft, die Geborgenheit und Heimat biete, vielleicht noch wichtiger als je zuvor. Früher, als kaum gereist wurde, war diese Umgebung noch viel selbstverständlicher. Halt fand man wahrscheinlich leichter. Um frei und unbefangen in die Zukunft zu schauen und verschiedene Strömungen, verschiedene Wege auch ohne Angst begehen zu können. Das kann ich nur tun, wenn ich weiß, woher ich komme, auf welchen Wurzeln ich aufbauen kann, wenn ich so halbwegs auf stabilem, geistigen Boden stehe. Einen festen Stand bekommen und das verbunden mit Musikgenuss. Das kann finden, wer sich auf einen Streifzug durch die Kapellen bei der Ammerserenade begibt. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Alle unsere Beiträge sehen Sie natürlich wie immer auch auf unserer Homepage unter www.katholisch1.tv. Dort finden Sie in einer eigenen Rubrik auch alle Folgen unserer Sommerserie zum Thema Geistliche und ihre Hobbys. Und auch in der nächsten Sendung haben wir wieder einen Pfarrer mit interessantem Hobby für Sie auf Lager. Dann wird es kulinarisch. Mehr verrate ich Ihnen jetzt aber nicht. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.